Hunderte. Ich habe Angst. Sie alle verschwinden. Und ihr Zeug ist noch hier. Was stimmt hier nicht? Die stand da. Ich bin so verstört gerade davon. Out of bounds. Wo ist der Sie sind hier Pfeil? Ja, der fehlt. Bau. Stern. Cargo holt 3. In 3A sollen wir nicht rein. Also müssen wir irgendwann nach Dan. In den Raum. 2. Ich würde gerne in 2 reingehen. Sehen, was da los ist. 2 und 3. Entschuldigung. Es ist alles sehr verdächtig hier. Ich mag das nicht. Ich fühle mich unwohl. Da ist noch eine Tür. Ich will da erstmal reingehen. Da, wo es blinkt. Was genau blinkt da? Da ist doch gar kein Licht. Vielleicht nochmal auf die Toilette gehen vorher. Da kann ich nicht rein. Oh, ein Brief. Direkt vor der Toilette. Na, lecker. Schön hygienisch. Eileen Reed, 3765 Crawford Drive, Hollywood, Oklahoma, 32627. Liebe Iles. Iles? Interessante Abkürzung für Eileen. Ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma. Im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Ich weiß, es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befindet sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Officer sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert. Gruselig. Ja, dieses kleine Kind haben wir ja schon gesehen. Kommt da gleich was zur Toilette? Nee, okay, habe ich kurz erwartet. Das Kind haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, wenn er sagt, das ist Ned und Ned ist dann wohl sein Sohn, dann kann ich mir echt vorstellen, dass die Wahnvorstellungen ausgelöst werden von dieser Chemikalie oder was das war, was ausgelaufen ist. Entweder das oder es kommt irgendein Alien-Parasit. Weil es würde Sinn machen. Er hat Einbildungen von etwas, was er schon kennt. Und wir haben gerade eine Einbildung gehabt von dieser Seemannsfrau, die wir gesehen haben, die an der Tür stand und davor haben wir das Bild von ihr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Was zum Teufel ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf der Duke? Ich hoffe, er ist noch da. So viel wie du. Hier lang. Hörst du das? Können wir da irgendwas sehen? Das Ding ist verdammt riesig. Da ist ein großes Schiff, ne? Ein Schiff. Ich bin übrigens sehr froh, dass wenigstens Julia auf uns gewartet hat. Die anderen sind ja schon weggegangen. Ich hoffe auch, das hier ist nicht der richtige Weg, denn ich würde alles nochmal... Das ist der richtige Weg, da will ich nicht lang. Und wir gehen nochmal zurück, Julia. Ich will hinten nochmal gucken. Da war nämlich auch noch ein Weg, und zwar geradeaus zu gehen. Nein, da ist eine Absperrung. Können wir irgendwas gucken? Okay, nein. Ich hätte direkt rausfinden können, dass das kein Weg ist zum Weitergehen. Wow, okay. Kann ich da bitte durch? Ja. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hoffe, Brad geht's gut. Dass wir ihn die ganze Zeit nicht gesehen haben, finde ich komisch. Ich finde es auch komisch, dass sie die Toilette nicht überprüft haben. Er ist doch bestimmt auf der Toilette, wie in dieser Vorhersehung, die wir gesehen haben. Also finde ich schon merkwürdig, wenn sie ihn nicht gesehen hätten. Außer, dass sich irgendwo unter der Luke oder so versteckt, die wir gesehen hatten. Aber da war ja nur der Motor. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es komisch, dass er nicht erwischt wurde. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwo noch mehr Geister verpasse. So wie eben die Frau. Oh, das was zum Angucken. Was ist das? Ist das ein Rattenschädel? Wie geht's? Und das fassen wir einfach so an? Einen alten Schädel anfassen. Ist ja widerlich. Ich muss sagen, wir sind hier deutlich zu wenig Leichen. Also zu wenig Skelette.
wenn alle hier gestorben sind? Sollte doch eigentlich mehr sein. Ein Buch, was wir nicht aufschlagen können, oder? Ah doch, wer macht das jetzt? Okay. Oh mein Gott, ganz schön viel zu lesen. Okay, ich trinke einen Schluck, bevor ich das lese. So, mit befeuchteter Kehle kann man weiter lesen, endlich. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner, Wilson und Anderson, haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das Ganze so schnell beendet und seitdem ist es hier ruhig wie in einem Gotteshaus. Wilson und Anderson, okay? Wilson war der geschlagen wurde, ne? Anderson war der Typ, der überreagiert hat, glaube ich. Mit den 50 Cent am Anfang. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und er hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge wären. Also waren es doch Särge. Ich sag doch, das sind Särge, Bett oder eine Couch. Eins von den drei. Und das ist eins von den drei. Die sahen halt echt seltsam aus. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, dass da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Vielleicht irgendein Präsident oder sowas? Irgendein Hauptmann? Freitag der 13. Freitag der 13. Harris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Harris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hatte Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und herausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns das heute Nacht an. Kann ich weiter blättern? Nee, es ging nicht weiter. Ja, vielleicht war das verhängnisvoll für die ganze Crew, dass sie es angesehen haben. Vielleicht haben sie das ja ausgelöst. Angeguckt, das vielleicht irgendwie umgestoßen oder so. Obwohl, nee, das wurde nicht umgestoßen. Wir haben gesehen, es lief einfach nur raus. Ah, ich weiß es nicht. Irgendwas muss ja passiert sein. Das wäre nicht von alleine ausgelaufen. Das ist jetzt aber eine Vision, oder? Ja. Okay, Brad wird von einem von den Typen geschlagen. Gegen ein Fenster. Gott, wie sollen wir das denn umsetzen in irgendwas, was nicht passiert? Also, wir müssen dafür sorgen, dass Brad nicht alleine in irgendwelche Räume geht, die abgesperrt sind. Boah, hast du mich erschrocken, Julia? Mann, mach's doch nicht! Nicht in so einem Spiel, verdammt! Gott, mein Herz! Komm, wir gehen hier rein. Geht's hier lang? Oh ja, da ist Brad. Verdammt nochmal, mein Herz, ey. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Vielleicht ist das dieser komische kleine Junge. Nein, es ist nur die Wache. Der Typ, der gar nicht nach unten wollte und Angst hatte. Okay, ich bin leise. Können wir uns das irgendwie klauen? Seht mal, da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ja, dann könnten wir abhauen. Ganz sicher? Ja, bin ich. Wird jemand einen Vorschlag, Hammer? Außerdem war das gar nicht der Typ, der nicht nach unten gehen wollte. Das ist der Boss. Wird jemand einen Vorschlag, Hammer? Ich werde sie mir holen. Das ist unsere Chance. Wir müssen aufpassen. Sei einfach vorsichtig. Das ist die Chance. Schnapp sie. Ja, aber vorsichtig. Warst du so lange auf? Ja. Was glaubst du, was ich mache? Keine Sorge. Okay. Schön offen. Gibt's da hinten nicht eine Leiter oder sowas? Oder eine Treppe?
Du willst runterspringen? Okay, ich dachte, das wäre höher. Dann geht's ja noch. Heiliger Mist. Doch gut, dass sie barfuß ist. Das hilft mit der Lautstärke. Nein, waren sie. Ich hoffe, das hat sie gemerkt. Ja, die Bestien ging hoch. Sei vorsichtig, Fliss. Lass dich bitte nicht erwischen. Was? Warum machst du das? Warum rennst du denn dahin? Du hättest doch nur warten müssen. Sie hätte doch nur warten müssen. Warum rennt sie denn plötzlich dahin? Ich verstehe es nicht. Wieso? Das war echt dämlich. Ich dachte, wir verstecken uns und dann holen wir das. Also das war ja wirklich lächerlich. Warum rennt sie denn da plötzlich hin, wenn er noch da steht? Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Oh, das war hinter der Tür gewesen, oder ne? Hätten wir uns versteckt, wenn wir vielleicht aufgeflogen wurden? Wären wir vielleicht aufgeflogen, nicht aufgeflogen worden, weil die Schraube runtergefallen wäre, vielleicht? Ein Brief. Nein, ein Stück von einem Bericht. Was soll das mit der Kapelle? Oh, großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Internes Memo an die Crew. Bereich 7C wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Gezeichnet, Captain, nein, das ist ein L, ne? CPL Moore Kaplan. Kopie? QM AMS. Warte, ich will es noch umdrehen. Eine Kapelle wahrscheinlich für die Toten, oder? Oder wegen diesen Geistervorkommnissen? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Gut. Als ob ich nicht schon genug Angst hätte, hier rumzulaufen. Wahrscheinlich kommt sowieso nur der nächste Jumpscare und es passiert eigentlich nicht wirklich was. Ich muss sagen, bisher fehlt mir dieses, auch wenn diese, wir die Kidnapper haben, die uns verfolgen und jagen sozusagen. Mir fehlt dieses dauerhafte Verfolgungsgefühl dafür, dass wir im Prinzip gerade auf Verfolgungsjagd sind. So wie es bei Until Dawn war oder bei Alien. Also da hätte ich, glaube ich, also wenn man so diese Präsenz spüren würde mehr von Geistern, weil bisher ist alles nur Jumpscare. Hörst du das? Und komisches Verhalten. Lustig. Das angucken? Nein. Da hängt ein Zettel, aber das geht leider nicht. Ist das ein Raum, wo ich rein kann? Nein. Ich würde gerne irgendwo was finden. Das wäre cool. Noch eine Vorhersehung oder so. Wieso ist die Kamera so weit weg von uns die ganze Zeit? Haha, ja, die Titanic machen wir jetzt nach. Das wär's doch. Verfolgt uns irgendwas? Kann das vielleicht sein? Ich sehe nichts. Ich traue der Sache nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber selbst in echt, wenn ich irgendwo lang gehe, ich gucke mal 50 Mal nach hinten. Ich muss immer alles sehen. Ich muss wissen, wer hinter mir ist. Ich finde das ganz schlimm, wenn man... Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders. Ah, das Gefühl ist ganz schlimm, wenn man nicht ab und zu mal guckt. Ich glaube, ich bin paranoid. Warte mal. Was haben wir schon? Ey, die Küche! Ich glaube nicht. Ja, warte mal, wir waren hier? Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Aber hier waren wir nicht. Kommt schon, Leute, wir müssen weiter. Hier waren wir gar nicht. Außerdem habe ich den Übergang ab. Wir spielen die ganze Zeit Brad und. Alex. Und ich habe den Übergang überhaupt nicht gemerkt, dass wir nicht mehr Conrad sind. Was ist das? Tintenfisch? Soupe du jour, mademoiselle. Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ist ja ekelhaft. Ich mach doch nur Spaß. Ja komm, wir müssen ein bisschen Humor bewahren in der Situation. Was anderes haben wir nicht mehr. Also ich will mich hier überall umgucken, also nicht abhauen. Ich
für alles an, bis irgendwo was leuchtet, dass ich es anklicken kann. Da leuchtet was. Ich muss auf die andere Seite dafür. Kommt da wieder eine Ratte raus? Scheiße. Oh nein, habe ich mich erschrocken. Alice? Was ist denn? Sieh dir das an. Schützend. Warum sollten wir sie schützen? Ich meine, das ist doch nur... Sieh doch mal es ist halt was Ekliges, aber warum... Ah. Das erträgt sie doch. Ja, sie hat aber nur wow gesagt. Ich wollte sagen, warum sollen wir sie schützen? Sie scheint das doch zu ertragen. Aber was genau ist das? Das sieht aus wie frisches Fleisch. Zumindest frisch genug, aber nicht von einem kleinen Tier. Was ist denn das? Wir können ja mal gucken, was auf dem Menüplan steht. Vielleicht finden wir es hier raus. Hey, hier steht, heute gibt's Rinderragout. Hm? Ah, Rinderragout, wo steht das? Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Gucken wir mal. Also Frühstück am Mittwoch, gekochte Eier. Am Donnerstag Bratkartoffeln, gebackene Bohnen mit Speck nach Navy Art. Am Freitag, am Samstag Rindfleisch in Sahnesoße auf Maisbrot. Klingt komisch. Sonntag Rührei mit knusprigem Speck. Montag Kartoffelrösti mit Speck. Und am Dienstag Haferflocken. Mittagessen gab's gekühlten Heilbutter am Mittwoch. Roastbeef am Donnerstag. Roastbeef nochmal am Freitag. Gebratenes Lamm am Samstag. Rinderragout Sonntag. Schmorleber. Ugh. Hat bestimmt gestunken in der Küche, als es das gab. Am Montag und Erbsensuppe am Dienstag. Rinderragout. Also ist heute Sonntag. Ich dachte, heute wäre Samstag bei denen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. War mein dritter Ragout gerade richtig? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Ah. Jedenfalls hat es danach gestoppt. Der Dienstag hat es aufgehört. Hier war doch noch was zum Angucken, oder? Oh, die Steuerung ist ab und zu echt... Nee, das ist nur Licht, was da reinleuchtet. Okay, kannst du aufhören, nach oben zu gucken? Wo guckst du denn hin? Denn nach oben. Ah, da. Ein Messer, können wir das mitnehmen? Einfach als Verteidigung. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Ich würde es aber gerne mitnehmen. Das Messer könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden. Ja. Du verstehst. Ja, zuversichtlich. Könnte nützlich sein. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Ich habe eben, also es, okay, ich habe zwei Errungenschaften bekommen. Das habt ihr bestimmt gehört von Steam. Die erste war mit Conrad, dass wir die Errungenschaft, wir haben die Errungenschaft bekommen, dass wir humorvoll freigeschaltet haben bei ihm als Eigenschaft. Und bei Alex haben wir gerade aggressiv bekommen. Ich finde nicht, dass wir aggressiv waren. Wir nehmen nur ein Messer zur Selbstverteidigung mit. Aber wir sind jetzt offiziell aggressiv. Wir sind offiziell aggressiv mit Alex. Mal sehen, wie sich das noch ausspielt. Hoffentlich... wehrt er sich dann wenigstens gut, wenn wir schon aggressiv sind. Ich glaube, Aggression helfen. Ich glaube, ich könnte mich auch gut verteidigen. Naja, ich würde wahrscheinlich sterben, wenn mich irgendjemand angreift, aber ich glaube, ich könnte mich gut verteidigen. Ich wäre so wütend, ich würde dem wenigstens eine Wunde zufügen wollen, von der er sich nicht mehr erholt. Okay, was ist das denn hier? Da habe ich auch... Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Okay, die beiden reden kurz. Also, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also stellt euch mal vor, ihr seid in einem Wald, ja? Und da kommt ein Bär. Und... der Bär greift euch an und ihr wird umgeworfen und der Bär frisst euch. Ihr lebt noch und während der Bär euch zerfetzt. Ganz ehrlich, ich weiß, ich werde sterben. Ich kann nichts anderes machen. Ich werde sterben. Ich hab nichts mehr zu tun. Was mache ich? Ich suche mir irgendwas. Ich suche mir einen Stock oder meinetwegen meine Finger oder sonst was. Ich werde diesen Bär ins Gesicht drücken, in die Augen, dass er halb blind wird, am besten eine Infektion bekommt und dann verreckt er ein paar Wochen später, nachdem er mich gefressen hat. Ich meine, der Bär wollte wahrscheinlich nur essen, aber... ich würde das gar nicht einsehen. Rache, ja. Okay, das wäre nicht mal Rache, aber ich würde das nicht einsehen. Und ich bin tierfreundlich, ja? Okay. Es wirkt jetzt nicht so, aber ich bin tierfreundlich. Aber verdammt, nee, das ist genau wie wenn ein normaler Mörder kommen würde. Meinetwegen beiße ich den. Vielleicht kriegt ihr dann ja eine Blutvergiftung. Was war das? Ich habe nichts gehört. Das wäre Rache. Vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt kommen. Hier ist der Ohrenschmalz, der sich gebildet hat. Ein Notizbuch. Was stand da unten von Mill? Irgendwas von Mill? Ich würde es gerne lesen. Kann ich nicht. Irgendwas von Mill? Ich glaube, wir hätten eben doch weiter blättern können. Ich habe mit den
ich habe es mit A und D versucht, aber ich habe nicht meine Maus bewegt. Und jetzt gerade habe ich meine Maus aus Versehen bewegt und hat weitergeblättert.